2013 hatte er zugegeben, in seinem Leben 5 bis 6 Mal Haschisch geraucht zu haben, darunter bei einem Abendessen mit Freunden nach seiner Wahl ins Parlament. Kanada wäre der erste G7-Staat, der das erlaubt. Nach Inkrafttreten des kanadischen Gesetzes solle Staatsbürgern über 18 Jahren, in manchen Bundesstaaten liegt die Altersgrenze bei 19 Jahren, erlaubt sein, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften 1 Gramm Haschisch für etwa 10 kanadische Dollar, 6,50 Euro, zu kaufen. Der persönliche Besitz ist fortan auf 30 Gramm beschränkt. Die Behörden schätzen den Markt für Cannabis in Kanada auf rund 5,7 Milliarden kanadische Dollar. Der Staat erwartet Steuereinnahmen in Höhe von 400 Millionen Dollar. Zu medizinischen Zwecken darf in Kanada schon seit 2001 gekifft werden. Nach einer Senatsentscheidung dürfen Kanadier ab September aber auch zur Entspannung zum Vape greifen. Premier Trudeau macht damit ein Wahlkampfversprechen wahr. Nach dem Abgeordnetenhaus hat auch der kanadische Senat für eine Legalisierung von Cannabis gestimmt. Mit 52 zu 29 Stimmen. Laut BBC ist Haschischkonsum in Kanada damit spätestens ab September auch über den medizinischen Zweck hinaus zur Entspannung erlaubt. Cannabis kann demnach legal angebaut, konsumiert und verkauft werden. Die umfassende Legalisierung von Cannabis war ein Wahlkampfversprechen des liberalen Premierministers Justin Trudeau. Zum medizinischen Gebrauch ist Cannabis schon seit 2001 legal. Vor 5 Jahren hat die Uruguay den Genuss von Haschisch freigegeben. In den USA ist er in 9 Bundesstaaten erlaubt, darunter in Kalifornien. Gesundheitsministerin Ginette Petit-Pastela hat in der vergangenen Woche argumentiert, dass Kanadier schon jetzt zu Hause Bierbrauen oder Wein anbauen dürften, und es sei auch schon erlaubt, privat Cannabis für medizinische Zwecke anzubauen. Es sei daher aus Sicht der Regierung im Sinne einer stimmigen Gesetzgebung richtig, auch Cannabisgebrauch zum Zwecke der Entspannung zu legalisieren. Quelle: NTV.de